Guck dir das mal an! Auf 2 Meter! Alter Schwede, da habe ich mein Biss gesehen! Was für eine Kampfmaschine! Der hat mir wirklich alles abverlangt. Ich pfeife hier auf den letzten Knopf, du. Du kannst hier egal. Ich glaube, du kannst hier auch einen Schraubenzieher anbinden. Ey, das ist doch unnormal. Guck mal, da ein Seelachs! Oh, hier ist ein Seelachs! Seelachs! Ja, ich habe einen drauf. Alter! Das ist ein Halbhund. Das ist ein Halbhund? Ja, auf 8 Meter. Ja, keine Ahnung. Ich werde hier wahnsinnig. Boah, sag mal, ist einer deiner besseren Angeltage, ne? Rund 30 Kilometer vom norwegischen Festland entfernt liegt eine Insel, die die Herzen von Meeresanglern höher schlagen lässt. Sie trägt den Namen Myken und hat auch den gebürtigen Isländer Hafstein Vidar Asgeirsson sofort in ihren Bann gezogen. I came here 2010. Im Jahr 2010 war ich zum ersten Mal hier und besuchte einen alten Freund auf der Insel. Ich hatte gerade meinen Job als Kapitän verloren, suchte also ohnehin nach einer neuen Beschäftigung. Und für mich war sofort klar, dass dies meine neue Heimat werden würde. 2016, I started to. Circa 6 Jahre später begann ich dann mit dem Bau von Myken Apartments. Mittlerweile sind es immerhin schon insgesamt 28 Betten, verteilt auf mehrere Apartments. And we found out very soon it was this was. Ziemlich schnell stand fest, dass dies ein exzellentes Revier zum Fischen ist. Die Wege zu den Fanggründen sind wirklich kurz, denn nach nur 10 bis 20 Minuten Fahrt ist man bereits an den Hotspots, an denen man alle gängigen Fischarten finden kann. Im Winter leben auf der Insel etwa 14-15 Leute, aber im Sommer sind es zusammen mit den Touristen sicher so um die 150. All on the island and the tourists, then we are maybe 150. Aber auch schon am 17. Mai ist auf Myken traditionell richtig was los. Denn am norwegischen Nationalfeiertag treffen sich alle Inselbewohner mit ihren Familienangehörigen und Freunden zum fröhlichen Beisammensein. Ich kenne das Angelgebiet hier unweit vom Myken ja von der Insel Trena, wo wir vor 5 Jahren ja schon mit dem Fischumfang Norwegen Magazin gefischt haben. Und die Halbbootfischerei sollte hier gleich sein. Und ich hatte jetzt Anfang, wo wir hier angekommen sind, Gespräche mit schwedischen Anglern. Die hatten hier in einer Woche 13 Halbboote. Und ich kenne auch deutsche Gruppen, die hier in der Woche schon über 30 Halbboote gefangen haben. Und vor allen Dingen werden hier auch große Fische gefangen. Ich glaube, der Camp-Rekord, der liegt etwas über 2 Meter. Und von daher würde ich sagen, kann man hier wirklich mit gutem Gewissen auch gezielt auf Halbboot fischen. Und man wird sie dann auch früher oder später fangen. Ich würde jetzt gefühlvoll zum Grund laufen. Das heißt, ich habe immer den Daumen auf der Spule, gucke aufs Echolot. Wir haben jetzt hier 43 Meter Wassertiefe. Und dann fange ich bei 40 Meter schon mal an zu stoppen. Lass ihn aber generell einmal zum Grund sacken und fange dann einfach langsam an zu leiern. Also wir drehen dann wirklich ganz langsam den Köder hoch, praktisch durch die Wassersäule. Und so in der Mitte oder je nach Gefühl lasse ich ihn dann wieder runter. Und meistens kommen die Bisse von den Heilboots, wenn man den Köder hochdreht. Nochmal eine kleine Erklärung zum Punkt, den ich jetzt angefahren bin. Also man sieht hier richtig schön im Nirvana überall tiefes Wasser. Haben wir hier so einen klassischen Berg, der geht bis auf 26 Meter hoch und direkt auf dem Berg war jetzt nichts. Aber ich bin jetzt auch direkt auf der linken Seite, wo es abfällt, abgefahren, auf der rechten, oben und unten. Und wir hatten rechts von der Bergspitze hatten wir halt Futterfisch. Und oh, hast du schon wieder den nächsten. Oh, der ist besser. Der ist super, Jungs, der ist besser. Beim Hoch. Das ist ein Heilbund. Nee, kein Heilbund. Nee, ist ein Heilbund. Hab ich in der Route gesehen. Ja? Ja. Dann bringt die Schnur, du. Oder was? Jo. Ja, das ist ein Heilbund. Ja, das ist ein Heilbund.
kann nur halten im Augenblick. Ich kenn nix. Bleib ruhig, Jungs. Ich kann nur halten. Ja? Keine Chance. Ich bin schon wieder über 40 Meter. Ich krieg gar kein Meter gedreht. Ja. Komm, Junge, du kommst doch mit nach Bredstedt. Junge, du, das ist auch kein. Das ist nicht von schlecht, Eltern. Das ist nicht so schlecht, ne? Ne. Aufziehen hier mit dir, hörst du? Ja, kannst du heute Abend gut schlafen. Das ist das, wofür ich hierher fahre. Wofür ich lebe. Ehrlich, diese Erlebnisse, die kann man hier nur im hohen Norden haben. Und das Anglerherz geht einem doch auf. Also der Falter jetzt oben ist, löse ich die Bremse ein bisschen. Meistens spielt er noch mal verrückt. Oder lass ihn ruhig gehen. Ich habe Schnur genug auf der Rolle. Jetzt geht er auch wesentlich leichter. Hau ich noch 11 Meter? Ja, guck mal her. Da kommt er. Oh, ist ein schöner. Schöner Butt. Schöner! Horst, Jungs! Warte doch! Er ist jetzt mal groß mit uns, der ist der Heimbus. Da war sie mit dir! Du bist der Geistesfrank! Weiter geht's! Das hat sich natürlich dein Kartenstudium aufgezeichnet. Howie hat gesagt, ich bringe euch an den Punkt, ich bringe euch an die Fische. Dass das so klappt, Howie, hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht träumen können. Also Leute, das hat, wie gesehen, auf Schnürchen geklappt. Ja. Und hier, das ist mein absoluter Topköder, so ein Diver D-Wolf. Auf den schwöre ich. Ich brauche eigentlich nichts anderes als diesen Köder, wenn ich mit Gummifisch angel. Andere haben ihre eigenen Favoriten, aber ich bin von dem so überzeugt, der liefert einfach, einfach super. Und, der Köder liefert wie du, Horst. Ich sag ja, lass den Alten an die Route, dann läuft's. Ist so. Selbst auf dem kleinsten Eiland kann man für die tägliche Versorgung was einkaufen. Wir gucken jetzt mal, Howie, nicht, was wir noch brauchen und was wir hier finden. Also, es bleibt klein und offen. Alles, was wir hier zum Leben brauchen, können wir hier einkaufen. Also da braucht man nicht alles mitschleppen aus Deutschland. Kriegt alles, was man braucht. Selbst Angelgerät, die norwegischen Mack, alles da. Also für Notbehelf kriegt man alles das, was man braucht. Also falls man was vergessen hat, kann man das hier alles wirklich einkaufen. Habe ich es auch schon fündig geworden, hat eine Zahnbürste, vergessen. Urgemütlich hier. Selbst eine kleine Kaffeeecke in diesem Laden. Also das ist alles da, was man sich vorstellen kann. Also diese norwegische Gemütlichkeit. Die Leute holen sich ihren Kaffee, alles ist alles easy hier. Also die müssen schon zusammenhalten. Praktisch die ganzen Einwohner sind hier. Ne? Also, ja, wir versammeln mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also die 14 Mann sind auch hier. Das ist wohl Mittagsstunde gerade hier. Ne? Here we have an old soft ice machine. Yes? From 1959. So it was the first machine coming to Norway. Yes? And now we use it here every summer. And we are making soft ice and we have a little dash of whiskey. Das ist okay. Also das ist die erste Softeismaschine, die nach Norwegen gekommen ist, von 1959. Die haben sie hier in den Laden und machen sich im Sommer richtig schönes Softeis und verfeinern das auch noch mit ein paar Tropfen Whisky. Also das muss ein Hochgenuss sein. Ich glaube, wir bleiben bis im Sommer hier. Ja, halt Freunde, auch so kann es in Norwegen aussehen. Ihr seht, wir sitzen hier ganz entspannt und genießen den Ausblick auf das wild aufgetürmte Meer. Wir können heute einfach nicht rausfahren, der Wettergott meint es nicht gut mit uns. Aber wir haben ja ein Hilfsmittel. Wir studieren den Wetterbericht und er sagt uns, dass es heute Nachmittag besser aussieht und wir dann wieder unserem Hobby frönen können. Wie Horst gerade sagte, lädt das Wetter wirklich nicht zum Angeln ein heute. Aber ist natürlich manchmal auch nicht so schlecht, weil dann kann man sich mal ein bisschen mit der Seekarte beschäftigen. Und hier ist es so, ich habe mir auf mein Handy
die Navionics-App runtergeladen für ganz Skandinavien und da kann man direkt in das Angelgebiet rein, wo man sich gerade befindet. Und da ich mir im Vorwege keinerlei Informationen über das Angelgebiet hier geholt habe, also ich habe mir selber gesagt, pass auf, du suchst dir die Stellen selber aus, Howie, bin ich jetzt gerade am Schauen und habe mir da jetzt entsprechend so ein paar Stellen rausgesucht. Das kann man, wie gesagt, mit dieser App sehr schön machen. Da kann man sich auch mal ein paar Stellen dann einzeichnen. Und dafür lädt das Wetter dann natürlich sehr gut ein, dann hat man für sowas auch mal Zeit. Ganz ehrlich, liebe Sportfreunde, es ist das erste Mal oder das zweite Mal, dass ich mit Kühlbox nach Norwegen fahre, um Dorschfilet mitzunehmen. Ich habe sonst mal eine Dorsche immer in der Ostsee geangelt und habe mir jetzt extra eine Kühlbox mitgenommen und eine Dorschangelei hier vom Feinsten erlebt. Richtig feiste Dorsche, ganz schönes festes Fleisch, wie Skrei. Und das war kein Problem, unser 18 Kilo Dorschfilet zusammen zu angeln. Also gigantischer Fischreichtum hier. Kaum ist das Wetter etwas besser geworden und wir können uns rauswagen. Gleich bei der ersten Drift, hier da draußen im Norden, stieg mir hier so ein schöner Dorsch beim Hochdrehen auf. Also Leute, ganz wichtig, nicht immer am Grund angeln wie in der Ostsee, auch immer ein paar Meter über dem Grund fischen. Und da kann man das Glück haben, solche Fische zu fangen. Oh, du, kaum habe ich meinen Fisch präsentiert. Hauke! Kittli, hol ihn raus! Oh, das ist so vom Hals, Mann, alle. Hau ich, Friedrich. Guck mal, wie die von der Futterluke haben. Ne? Ja. Super, Howie. Ja. Klasse, wirklich erste Drift, du. Und du klassisch mit dem Pilger. Ja, also, kannst du mal sehen. Runtergelassen, ich denke, so viel Futterfisch, dann vielleicht mal ein bisschen schneller durchkurbeln. Ja, da hat er sich gleich Ding genommen, du. Ja, nicht auf meiner Frühlingfisch, also Leute, ihr seht, ist alles möglich. Auch der klassische Pilger beweist immer wieder sein Können. Genau. Klasse, freu mich. Wir sind hier direkt neben unserem Apartment hier am Kai in einer Whisky-Destillerie. Das ist nämlich, ja, kann man schon fast sagen, einzigartig hier auf der Insel Myken. Und hier ist der Inhaber der Whisky-Destillerie. Hi, Ruhr. Hi. Ist dies eine von mehreren Whisky-Destillerien in Norwegen oder ist es sogar die einzige? Es ist eine von etwa einer Handvoll. Wir gehörten zu den ersten. Aber unsere Destillerie war meines Wissens weltweit die erste nördlich des Polarkreises. Okay. Very nice. So, and you make whiskey for. Ihr produziert den Whisky für Norwegen, exportiert ihn aber auch nach ganz Europa? Ja, wir haben damit begonnen, ihn auch zu exportieren. Aber unser Hauptmarkt ist und bleibt natürlich Norwegen. Wir exportieren nur einen Teil in unsere Nachbarländer Schweden und Dänemark, aber auch ein wenig nach Deutschland und Österreich. Okay, since when did you. Seit wann produziert ihr hier Whisky? We started in late 2014. Wir begannen damit Ende des Jahres 2014. Unser ältester Whisky ist also nur gute 7 Jahre alt. Aber wir tun alles dafür, um die Leute davon zu überzeugen, dass auch junger Whisky ein guter Whisky sein kann. Aber das Ganze ist eine große Herausforderung, denn es gibt hier kein Süßwasser. Wir nehmen also das Meerwasser und entfernen das Salz. Mit Hilfe der Entsalzungsanlage wird das gesamte Trinkwasser für die Insel produziert. Anders könnten wir auch keinen Whisky herstellen. Ah, okay. And without that we couldn't be making whisky. But it's kind of cool to take the water straight from the Arctic Ocean. Yeah. Just get rid of the salt and then make whisky from it. Wir dürfen ja nachher noch probieren. Vielleicht hat der Whisky ja sogar einen leichten Heilbuttgeschmack. Also er erzählte gerade, hier ist so ein Lagerraum, wo diese ganzen Eichenfässer sind. Und was eigentlich echt cool ist, hier sind verschiedene Privatpersonen, die haben alle ihre eigenen Eichenfässer. Die können sie dann irgendwann für ihren Eigengebrauch ja, sozusagen trinken.
So sieht die Flasche aus. Da wollen wir gleich mal einen ganz flotten Schluck von haben. Und Horst, wenn ich jetzt als Angler hier wäre und ich sehe diesen Mückenwhisky, oh, wird mich schon reizen. Das ist ein schönes Präsent, kann man mit nach Deutschland nehmen. Absolut. Aber man kann ihn auch in Deutschland kaufen, hat er gerade gesagt. Ja. Das ist vielleicht etwas günstiger. Das stimmt, in Berlin, da gibt es einen Store, das sagte er ja gerade. Und da ist er dann ein bisschen günstiger und wahrscheinlich dann übers Internet. Aber ist ja nicht das Original, also ich würde immer einen mitnehmen, wenn ich hier schon bin zum Angeln. Norwegischer Whisky muss in Norwegen gekauft werden. So sieht's aus. So, zum Abschluss dürfen wir auch noch mal diesen Whisky probieren. Duften tut er ja. Ich bin ja jetzt nicht so der Whisky-Trinker, aber riechen tut er. Ja, in Norway we say Skoll. 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 Oh, fängt ja schon mal gut an hier. Super Urlaub. Oh yes. It tastes like it smell here. Ja, das. It's a thing. It's a nice atmosphere to work in. Ja. Im Abgang ist er ja Hammer, du. Oh. Nee. Ja. Also kein Schüttelwhisky. Nein, absolut nicht. Nee. Auf meinen letzten Norwegenreisen habe ich mich ja gigantisch immer über die Pollack-Angelei gefreut, die ja auch wirklich schöne, kampfstarke Fische sind. Aber was wir hier erlebt haben mit den Seelachsen, also Leute, einfach gigantisch. Teilweise haben die unsere Köder verfolgt bis an die Oberfläche. Ich glaube, wir hätten noch mit Poppe angeln können. Und welche schönen, schmucken, kampfstarken Fische, einfach atemberaubend, fordern auch vom älteren Angler alles. Wir haben hier 3 Seemeilen circa vor der Insel Myken. Ein Plateau, das ist auch ziemlich groß. Guck mal, da sind schon Anzeigen. Na, ich muss jetzt erstmal erzählen hier vor der Kamera. Ich darf nicht wahnsinnig werden. Auf jeden Fall haben wir hier ein Plateau. Hier geht es so hoch auf 30, 40 Meter, rundherum 60, 70 Meter. Und das ist wirklich auch das allererste Plateau, was hier von der See reinkommt. Also wenn hier kein Fisch ist, weiß ich auch nicht weiter. Ich habe jetzt hier ein leichtes Modell, also ein relativ leichtes Modell gewählt mit einem 200 Gramm Kopf. Das ist der Savage Gear 4D Hering. Ja, und ich habe jetzt hier auch meine leichtere Wurfrute. Und dann schlimmt ich den so raus unter Handwurf. Und dann wollen wir mal schauen, wo die dicken Seelachse und Dorsche stehen. Ja, Sportfreunde, nicht, dass ihr meint, ich hätte heute Kiefernlähmung, aber ich habe mich gestern so verausgabt bei dem Drillen. Nein, ich bin körperlich leicht angeschlagen, aber ein Seemannsherz kennt keinen Schmerz. Wir beißen uns hier durch. Seelachs. Okay. Schön eingestiegen, der. Geil. Das ist der Kollege. Ja, so 4-5 Kilo hat er. Wir sind jetzt hier den nächsten Berg angefahren, ein bisschen flacher und hatten da jetzt so vereinzelte Anzeigen. Und umso flacher wir werden, desto, also hier schwimmen ein paar richtige Granaten rum. Ja, da ist er. Sauber! Mittelwasser! Oh. Da ist ein Dorsch bei mir, du! Hier ist alles. Hier ist echt alles. Oh, Wahnsinn, ey, Leute! Also ich habe ja nun auch schon viel mitgemacht in Norwegen, ne? Aber guck mal hier, umso flacher wir kommen, desto größer werden sie. Der Seelachs könnte schon um Meter haben. Aber den habe ich so flach gefangen. Oh, Wahnsinn. Den lasse ich gleich wieder zurück. Wahnsinn. Der überlebt das. Der hat auf 9 Meter gefangen. Wahnsinn. Also wenn man mal hier auf das Echolot schaut, das ist ja... Schön ab, wunderbar. Ist das ein Dorsch oder ist das ein Dorsch? Guck mal hier, du Meterdorsch. Meterdorsch hier, es ist hier 22 Meter tief. Ey, das ist doch unnormal. Oh, hier, guck mal, da ist ein Seelachs. Oh, hier ist ein Seelachs. Hier. Seelachs. Ja, ich hab einen drauf. Alter. Das ist ein Halbund. Was ist ein Halbund? Ja, auf 8 Meter. Ja, keine Ahnung. Ich werd hier wahnsinnig.
Boah, sag mal, ist einer deiner besseren Angeltage, ne? Ich bin so angeschlagen. Ich bin nass von Schweiß. Alter, der geht ja voll runter. Voll runter. Also es ist wirklich so, umso flacher wir kommen, desto größer werden die Fische. Boah, das ist ja heftig. Ey, Kameramann, bitte jetzt einmal auf das Echolot zeigen. Das ist unfassbar, was hier abgeht. Der hat bei 8 Meter gebissen und ist dann abgehauen. Also Horst hat hier, glaube ich, eine richtige Maschine dran. Also der hat bei 8 Meter gebissen und ist dann auf 27 Meter gegangen. Und die Bremse ist zu. Und beim Hochholen, da kam ja auch ein Seelachs hinterher, Horst. Hast du gesehen? Ja, ja. Oh, Sam. Also, das ist ja Wahnsinn. Also ich bin ja auch selten sprachlos, ne? Aber das ist ja oh, nur... Guck dir das an, du. Das kann doch nicht wahr sein. Was? Das ist Seelachs. Aber was für einer? Horst, der fordert ja alle von so einem kranken Mann, du. Oh. Jawohl, ey. Oh, Horst, du. Was? Alter Schwede. Nicht so doll? Nicht so doll? Ja, ja, ja. Warte mal. Ja, ja. Ich mach nur los. Wahnsinn, du. Also, das ist verrückt, ne? Ich bin heute ja wirklich ein bisschen angeschlagen. Ja. Ich hätte erst heute Morgen Bedenken, überhaupt rauszufahren. Ja, aber auf Rudel sitzen ist ja auch nichts. Ja. Aber so eine Fischdichte und so eine Vielfalt wie hier habe ich ganz selten in Norwegen erlebt. Also, das ist unfassbar. Und wir haben hier 20 Meter Wassertiefe und hier schwimmen nur Sonnenkamele rum. Meterdorsche, Meterseelachse. Also man, es ist wirklich so, umso flacher wir kommen, desto größer werden die Fische. Und du siehst, du kannst mit einem Gerät, was ich habe meinen Traum mit dem Pilgerseelach zu fangen. Ja, natürlich. Ich bin Pilger groß geworden. Ja. Und auch das geht. Also Gummifisch und Pilger, du kannst hier, egal, ich glaube, du kannst hier auch einen Schraubenzieher anbinden. Wahnsinn. Der Howie hat gesagt, du Christian, du Kameramann, angelst jetzt auch mal mit. Ich lasse jetzt mal den Tiefgänger runter von Eisele. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das ist unfassbar. Wir haben jetzt 59 Meter, das Echolot ist voller Anzeigen. Wahnsinn. Unfassbar. Hervorheben in diesem Revier muss man wirklich die Seelachsfischerei. Ich kenne ganz, ganz wenig andere Angelgebiete an der Küste Norwegens, wo man so gezielt auf riesige, man muss wirklich sagen, riesige Seelachse fischen kann. Oh. Oh. Guck dir das mal an! Auf 2 Meter! Alter Schwede, da habe ich mal einen Biss gesehen! Oh! Guck dir das an! Komm mal ruhig ein bisschen dichter, Howie. Oh! Wie ein Delfin, der kam fast aus dem Wasser geschossen. Das gibt's überhaupt nicht. Oh, hast du das gesehen? Ja, ja, natürlich. Ich dachte, wir wollten das runterlassen. Ich wollte nämlich gerade rauskurbeln und Howie bitten, nochmal zu versetzen, weil der Schwarm gerade raus war. Das gibt's überhaupt nicht. Was ist hier los? Alter Schwede. So, jetzt habe ich ihn. Köder lösen. Petri. So, ich zeige ihn einmal kurz. Boah. Wahnsinn, ne? Boah, der hat doch auch locker 1,10 Meter oder so. So, und den werden wir jetzt mal wieder in sein Element zurücklassen. Mach's gut, Gurka. Wahnsinn. Yes! Unglaublich. Also jetzt ist es soweit. Ihr habt ja alle euren großen Seelachs gefangen. Und ich hab dann noch gesagt, oh, so ein 10-Kilo-Ding würde ich auch gerne fangen. Und da kommt jetzt so eine richtige Kanone, Kameraden. So eine richtige Kanone kommt da jetzt. Da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Alter. Oh, ich werd nicht mehr, du. Ich werd nicht mehr. Ich werd nicht mehr, der wird immer länger. Der wird immer länger. Alter Schwede.
Was für ein Ofenrohr. Oh, was für ein Ofen. Ich habe mich im Vorwege schon viel mehr auf große Seelachse gefreut als auf Heilbutte. Weil das einfach auch ein wahnsinnig geiler Angelfisch ist und darum, ich bin absolut glücklich. Was für eine Kampfmaschine. Der hat mir wirklich alles abverlangt. Man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir hatten jetzt alle drei richtig gute Seelachse und das Ding hier ist, hat den Vogel abgeschossen. Hat wieder gebissen auf den Tiefgänger. Vielen Dank an den Entwickler Jan Neumann. Was für ein Fisch. Ich musste mir jetzt Horst zur Verstärkung holen, weil ich konnte den alleine gar nicht richtig halten. Aber Horst ist auch fix und alle. Ne? Der hat wirklich gekämpft wie ein Löwe. Wir fahren jetzt rein und versorgen die Fische. Aber ein unvergesslicher Angeltag. Dort Wahnsinn. Meine Angeschlagenheit, was du so ein Tag, wenn ich den verbessert hätte, wenn ich den nicht mitgemacht hätte, wäre ich ja tot traurig gewesen. Wahnsinn. Wahnsinn.